Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Kartenseherin und Astrologin. Und heute geht es um unser Sternzeichen Zwilling, die nächsten 4 Wochen. Also ab heute, dem 16. November bis zum 14. Dezember. Und zuerst lege ich Liebe und Partnerschaft und danach Beruf und Finanzen. Ich konzentriere mich auf euch Zwillinge. Na, Liebe und Partnerschaft. Jetzt aber zu viel gemischt. Hä? Das gibt es ja auch beim Kartenlegen, wenn man zu viel mischt. Soll man ja nicht machen. Kurse packe ich euch wieder den Link in die Beschreibung, wer es selber lernen möchte. Die rechte Hand geht auf mein Herz und mit der linken Hand ziehe ich für euch. Zwillinge, was kommt in der Partnerschaft auf euch zu? Was kann der Zwilling für eine schöne Partnerschaft tun? Steht für unsere Singles ein neuer Partner an? Ist der Zwilling bereit für einen neuen Partner? Und wie enden die 4 Wochen in Liebe und Partnerschaft für unsere Zwillinge? So, der Magier, der Lehrling und flexibel bleiben. Da ist etwas, was ihr noch gar nicht wisst von eurem Partner. Es ist nichts Negatives. Nein, es ist was Schönes, was Aufregendes, was Neues. Ihr lernt in der Partnerschaft genauso, wie der Partner von euch lernt. Was könnt ihr für die schöne Partnerschaft tun? Flexibel bleiben. Heißt, bitte nicht einfach nur so alles hinnehmen und auf der Couch bleiben. Und ja, der Zwilling ist jetzt nicht wirklich einer, der zu dieser Jahreszeit gerne rausgeht, aber macht das ruhig auch mal. Seid flexibel und geht auch mal wieder mit eurem Partner nach draußen. Das ist dann ganz schön. Ist da ein neuer Leichtsinn, yay! Und der Realismus, oh mein Gott. Warum ich da so lache, ist, wer meine Videos jetzt schon länger kennt, der weiß, ich bin selber auch Zwilling. Passt sehr gut, also die Leichtigkeit, der Leichtsinn, ja, da wird was Neues dastehen. Und bist du bereit für einen neuen Partner? Realistisch bleiben. Also nicht diesen Prinzen erwarten, der da um die Ecke geritten kommt, sondern sei realistisch. Was ist denn machbar? Weil dass ein Prinz um die Ecke kommt, das ist sehr unwahrscheinlich und sehr unrealistisch. Also mal dir den Menschen nicht aus, sondern lass dich einfach von dieser Leichtigkeit und von diesem Spaß einfach auch mal wieder mitreißen und sei da ein bisschen tiefenentspannt. Und wie enden die 4 Wochen mit dem Menschen, der ganz genau weiß, was gut für ihn ist und was nicht? Selten, dass das der Zwilling ist. Aber der Eremit ist nun mal im Tarot der weise Mann, der ganz genau weiß, was gut ist, was nicht gut ist, was er machen soll, was er nicht machen soll. Also seid da ein bisschen entspannt. Geht auch mal wieder ein bisschen raus. Also ihr seid hier ein bisschen zu sehr Stubenhocker. Lasst euch auf neue Sachen ein in der Partnerschaft. Seid da flexibel und sagt, nee, nicht gleich, nee, will ich nicht. Sondern schaut es euch erstmal an. Und hier, ja, Realismus und Leichtigkeit. Einfach diesen Spaß haben, diesen Spaß mit anderen, mit sich selber, auch wieder sich selber gerne mögen und realistisch aber bleiben und nicht gleich, wenn ihr jemanden kennenlernt, oh Gott, wie ist das, wenn ich mit dem zusammenziehe, wie ist das, wenn ich mit dem mal eine Wohnung habe oder. Nee, einfach mal das jetzt genießen. Und der Eremit ist ja auch sehr schön, dieses entspannt euch, klammert nicht. Zwilling klammert gerne, ja, ich weiß. Ich auch. Ja. Sollen wir aber nicht. Okay, schauen wir mal Beruf und Finanzen, weil Partnerschaft schaut ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Der Zwilling, 16. November bis 14. Dezember, Beruf und Finanzen. Beruf und Finanzen für den Zwilling, die nächsten 4 Wochen. Und wieder ausfächern, komplett. Und die rechte Hand wandert auf mein Herz. Bevor ich mich konzentriere, Leute, schreibt mir in die Kommentare einfach rein, wie es euch Zwillingen mit dieser Leichtigkeit und diesem Nichtklammern geht. Würde mich echt mal interessieren. Was kommt beruflich auf den Zwilling die nächsten 4 Wochen zu? Was kann der Zwilling für seinen beruflichen Erfolg tun? Ist da die Chance auf eine Beförderung, Gehaltserhöhung?
Da hätte ich gern diese Karte. Was kann der Zwilling tun, dass er nicht übersehen wird? Und wie enden beruflich die 4 Wochen für den Zwilling? Was kommt auf uns zu? Harmonie, Ruhe und Gelassenheit. Wir müssen uns aber darum kümmern. Also, wir haben hier den Mond mit der Harmonie, der Ruhe und der Gelassenheit. Also, es passiert nichts Weltbewegendes, nichts Erschreckendes, nichts Neues. Aber wir müssen uns darum kümmern. Die Herrscherin ist ja die Mutterschaft, die Fürsorgerin. Bleibt dran, lasst es nicht zu sehr schleifen. Dann geht's euch auch gut damit. Dann kriegt ihr das auch alles hin. Der Lehrling, eine neue Aufgabe mit einem Neustart dazu. Also ihr müsst schon sagen, ja, ich will diese neue Aufgabe übernehmen. Da ist was, was Neues, was Kleines, was Schönes. Also der Magier ist ja so die Starter-Studentenkarte, sage ich jetzt mal. Das ist nichts Weltbewegendes. Auch diese, es ist jetzt keine Gehaltserhöhung, sondern es ist eine neue Aufgabe. Etwas, wo ihr euch reinfuchsen dürftet, könntet. Und was sollt ihr dafür tun? Sagen, ja, ich bin bereit für diese neue Aufgabe. Ja, ich will die übernehmen. Also ihr müsst aktiv rausgehen und sagen, ja, mache ich. Und dann habt ihr hier die Leichtigkeit Ende der 4 Wochen mit dem Narr. Ja, es ist auch der Leichtsinn. Ja, sage ich auch. Gebe ich ja auch zu. Wir Zwillinge sind ab und zu leichtsinnig. Aber wir haben Spaß dabei und das zeigt der Narr. Und die Leichtigkeit, mit der wir das alles beruflich hinkriegen könnten, das liegt ja an uns selber. Wenn ihr also wirklich bereit seid hier für diesen Neuanfang, diese neue Aufgabe, dann macht ihr das auch mit Leichtigkeit. Vergesst nur eure normale Arbeit nicht. Ja, die ist momentan etwas, ja, für den Zwilling würde ich sogar sagen monoton, aber ihr müsst euch drum kümmern. Wenn ihr selber Karten legen lernen wollt, eine neue Aufgabe, wäre ja auch nicht schlecht, dann schaut bitte in die Beschreibung, da packe ich euch den Link zu den Videokursen fürs Kartenlegen, für die Numerologie dazu. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Sternzeichenauslegung oder beim Wochenhoroskop. Bis dann. Tschüss.